Ja, ich hänge gleich nochmal ein Video hinten dran. Also, die Chris ist jetzt wieder da. Und ich hatte ihr sozusagen den Wunsch hier erfüllt, dass ich hier auf den Laden aufpasse. Und ihre ihr Dankeschön war, mich vorwurfsvoll zu fragen, ob ich ihr die Kokosnuss aufgemacht habe oder dass ich es nicht aufgemacht habe oder irgendwie so. Also, wir haben halt zwei Kokosnüsse, die essen wir. Super Kokosnüsse, Wunderkokosnüsse, damit wir Kinder kriegen können. Und ja, sie ist da wie gesagt vorhin weggefahren zum wichtigen Termin. Und ja, ich habe mir dann hier so die Kokosnuss aufgemacht, weil ich halt hier war und nichts zu tun hatte sozusagen, habe ich die Kokosnuss dann konsumiert. Und sie hatte jetzt nichts Besseres zu tun, als mir als Dankeschön sozusagen wieder was an den Vorwurf an den Kopf zu knallen. So von wegen, ja, warum hast du mir die Kokosnuss nicht aufgemacht? Ja, sie war ja gar nicht da. Warum sollte ich jetzt die Kokosnuss aufmachen, wenn niemand da ist? Und jetzt so im Prinzip, normalerweise mach ich das eigentlich nie, macht das ihr Bruder oder sie selbst. Und jetzt wurde mir sozusagen noch zusätzlich als Aufgabe gleich aufgeteilt, dass ich hier die Kokosnuss noch öffnen darf. Ja, so ist das mit der Chris. Na dann, das war's ganz kurz. Ciao.